Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in LS15 auf der Map Niederlande zusammen mit dem Toto und dem Marco. Hallo. Hallo. So. Und ich habe Durst. Und Leute, wisst ihr, was im Moment der neueste Trend ist? Es ist einfach nur geil. Ahoi Brause. Waldmeister, es gibt nichts Besseres als Waldmeister. Und das Ganze natürlich in einen wunderschönen Pokémon-Becher. Oh Gott. Hier haben wir nochmal alle drei Pokémons drauf, die Starter-Pokémons mit Pikachu zusammen. So, was kippen wir jetzt erstmal hier rein? Das schäumt so schön. Deswegen durfte ich auch noch einen gelben Taurus nehmen. Den hatte ich gleich Pikachu genannt. Gibt's vom Metal Lord neue Infos? Keine Ahnung. Hat angeblich eine Freundin. Bist du Was voll? Ist? Nee. Jetzt. Wow. Hat immer noch keinen Strom. Der kann an seinem Fahrrad auch einen Dynamo dran machen. Oder wie ein bisschen Widerstand. Ja. Ich hab gedacht, der hat aufgehört. Na gut, das Ding braucht ja auch Strom. Ey, ich meine, dass der aufgehört hat mit YouTube. Sagt wer? Weiß ich nicht, ich hab's irgendwo mal nicht gelesen. Glaube ich nicht. Kannst du nicht? Glaube ich auch nicht, dass der auch hört. Also er ist zu doof dafür. Oder zu intelligent. Ja, würde ich mir nichts bringen, aber trotzdem eine Hate ohne Ende. Ja. Wäre vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Oder in die voll, falsche. Voll, voll, voll. Mein wunderschöner Deutz. Ja, Gamescom ist bald. Nächste Woche, ne? Zitterst du schon, Marco? Marco? Ja, Entschuldigung. Nee, du? Ich? Nö, warum? Ich dachte nur so. Du wirst deine Nackenstelle des Lebens kriegen auf der Gamescom. Das will ich sehen. Fangen dich ja schon im Zug ab. Ach ja. Hä? Ach ja. Ja. Weiß ja gar nicht, wie spät ich komme. Krieg ich noch raus. Die Sicherheitskontrollen fangen ja um 7 Uhr morgens an. Keine Ahnung. Ja. Kann's ja Zeit lassen. Also die haben auf der offiziellen Seite geschrieben, wenn du nackt hingehst, bist du schnell wieder drin. Ja, die Weiber bestimmt, aber Marco, der steht nochmal hinten an. Du mich auch. Lassen sie ja gar nicht mehr rein. Was?
Ich lasse sie ja gar nicht mehr rein. Was meinst du? Wir sagen die zu mir, was ist das für ein Topmodel? Rein mit dir, kannst direkt zum LS17 durchlaufen, dankeschön. Direkt durchlaufen zur LS17. Ja. Wenn du dann hinten bist, kriegst du ein paar weiße Flecke und schwarze Flecke und wirst neben den Traktor gestellt als Kuh. Ja. Der Matthias steht um mich rum mit Schlagstück. Wenn er als Bulle. Kann sich als Kuh verkleiden. Als was? Als Kuh. Als Kuh. Muh, muh. Marco kommt dann hinten als Kälbchen raus, voll. Ach, die Gamescom wird schon lustig. Ja. Mittwoch erstmal im Steakhouse. Was? Am Mittwoch geht's im Steakhouse auf der Gamescom. Was denn? Bitte? Auf der Gamescom ins Steakhouse. Nach der Gamescom. Ach so. Am Mittwoch. Mittwoch nach der Gamescom, wenn wir da durch sind, geht's zum Steakhouse. Mhm. Am Donnerstag Bowling. Boah, da würde ich mitspielen. Freitag geht's Lasertag. Samstag Minigolf und Sonntag nix. Okay. Bowling würde ich mitspielen. Aber ihr habt das schon gebucht, oder? Ja. Voll. Hätte mir eher sagen müssen, ich darf nur Begleitperson mitnehmen. Ah, geht jetzt immer noch. Sag ich dem Bescheid. Wenn du mir sagst, wo das ist, kann ich schon anrufen. Ach, wenn, der Randy macht die ganze Planung. Wenn. Okay. Wenn ich nachher mal Randy fragen. Ja. Bist dich ja auch mittlerweile überall am Einschleichen, du kleiner Sack, Alter. Ich? Ja, gestern war ich auf dem Teamspeak, da wo der andere Teamspeak abgeschmiert ist. Und dann, ich habe da Marco gelesen, aber ich dachte nicht, dass du der Marco bist. Und wir kommen da rein, Alter, und wir wollen am Quatschen. Marco, und dann sagst du ja. Und dann dachte ich, Alter, ist doch nicht unser Marco. Ich so, Marco? Ja, hallo. Ich denke mir, Alter, was machst du denn hier? Ja, ich hatte Hitcher gefragt, ob wir eine Runde GTA spielen. Hat er gesagt, er streamt. Ja, und da sind wir dazu gekommen, dass ich jetzt mit denen da mitspiele. Ja. Aber ich hoffe, du bleibst in meiner Crew, du Pisser. Klar. Welche Crew? Ja, die King Crew. Na klar, bin ich ja der Leiter. Wenn ich da rausgehe, seid ihr alle auch raus. Ey, mach das nicht.
Marco mal kurz am Zittern, wo auf einmal Tino mit dir gesprochen hat. Kam gar nichts mehr, voll ruhig. Ich dachte, Alter, warum sagt der nichts? Was soll ich denn sagen? Ja, der hat dich gelobt, Alter. Ich hab da geantwortet. Ach, echt? Ja, du bist ja irgendwie da mit dem Sachsen immer rein raus aus dem Raum. Ja, Randy und ich waren was noch am Bequatschen und dann waren wir fertig und dann fragt er mich nochmal, und was hältst du davon? Und dann denke ich mir, ach scheiße, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also komm, lass nochmal eben drüber quatschen. Ja, und dann haben wir nochmal eben drüber gequatscht. Ja. Am Ende hatten wir noch so eine Mission gespielt. War recht interessant. Hast du eigentlich Aber. Rainbow? Nö. Ab morgen. Among Us Rainbow Six oder was? Ja. Nice. Lohnt es sich noch, den Season Pass zu kaufen? Das weiß ich nicht. Ich habe mir den Season Pass auch ziemlich spät gekauft. Ich habe mir den Season Pass gekauft, da waren die Kanadier schon da. Okay. Also ich persönlich fand den ganz gut, weil hast sofort alle Operator, ne? Hast dann deine Punkte kannst du ausgeben halt für Masken oder für Schlüsselanhänger und so. Ja. Ich fand den Season Pass noch okay. Ich habe aber auch nicht mehr viel dafür bezahlt, um ehrlich zu sein. Ich glaube 8 Euro. Ja, den kriegst du ja schon günstig. Ja. Ja, hol dir Rambo, wird ein bisschen fit da drin. Kannst du da auch mitzocken. Ja, zurzeit bin ich nur GTA. GTA ist auch geil. Ich habe jetzt, glaube ich, fast die 1 Million voll. Ja. Kann ich mir endlich dieses scheiß Ding da kaufen. Was denn? Ja, das Bürogebäude da. Hab ich schon. Ja, weiß ich, aber ich will ja selber eins haben. Also. Sitzt da der Marco auf einem Teamspeak? Ich hab gleich auch nicht richtig. Warum? Ich hab keine Ahnung, ich war total überrascht. Vor allem, wie schnell du es geschafft hast, da reinzukommen, Alter. Aber du hattest Glück, du hast mit Hitcher geschrieben, wa? Sagtest du gerade? Ja. Ja, Hitcher hat ein weiches Herz. Der Opa, der. Ja, habe ich gemerkt, weil wir alle gegen den waren. Wie? Weil wir den alle runtergerammt haben. Weißt du, häckselst du noch weiter oder was machst du jetzt? Ich fahre jetzt auf Feld 66. Ist hier direkt gegenüber. Ja. Ups, Entschuldigung. So, jetzt gib Gas. Hab bloß nicht in den Graben rein. Nee, ich hab's nicht vor, ey. Wollte man jetzt da drüben noch runter? Nee. Mann nicht. Nee. Scheiße. Haben wir hier eigentlich eine Kartoffelwaschanlage drauf? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Ne. Oh, wir sind durch. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schaut morgen wieder vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.